Einen wunderschönen Dienstag hier aus dem DWZ Newsroom. Bei mir ist Birte Hansen. Hallo. Guten Morgen. Fährst du eigentlich Auto? Ja, aber... Ja, ja, tue ich. Dann weißt du ja, wie es ist, wenn man parkt und dann Geld bezahlen muss. In Hameln, dieses Parkraumkonzept, das gibt es jetzt seit einem halben Jahr. Ungefähr, seit April. Ja, und kostet in der Stadt... Ja, für eine halbe Stunde maximal muss man Euro zahlen. Genau, man darf aber auch, das war ja so der Kern des neuen Parkraumkonzeptes an der Baustraße, konnte man eben nur 30 Minuten parken und musste dann wieder wegfahren. Ja. Da gab es vor allen Dingen aus dem Einzelhandel Beschwerden, weil die gesagt haben, das ist viel zu kurz und das schaffen unsere Kunden nicht und die kriegen dann irgendwie Knöllchen an die Windschutzscheibe und das wollen wir nicht. Haben wir auch alles getestet, halbe Stunde ist schnell rum. Ach stimmt, du hast ja noch den Run durch die Stadt unternommen, genau. Und jetzt soll es aber eine Stunde geben. Genau, die Stadt hat sich entschieden, das wieder zu ändern. Die gehen ja auf die Forderung des Einzelhandels ein und sagen, gut, an der Baustraße können die jetzt auch wieder eine Stunde parken, müssen dann allerdings auch, so der Plan, 2 Euro bezahlen. Wer da eine Stunde steht, 2 Euro. Teurer. Genau, das wird teurer für die Leute, die da stehen. Ziel war ja immer in diesem Parkraumkonzept, die Parkhäuser besser auszulasten. Und da hat die Stadt jetzt so ein paar Zahlen geliefert, die will ich mir heute mal genauer angucken, was das dann ergeben hat, diese Untersuchung, die über ein halbes Jahr geführt haben. Okay, alles weitere dazu natürlich über Twitter, auf unserer Internetseite dwz.de und der Artikel dann morgen von Birte in der Zeitung in der Mittwochs-DWZ. Das wird sein. Dankeschön. Ja. Und wenn ihr auch eine Meinung habt zum Park, wie heißt das? Parkraumkonzept. Ich glaube sogar Parkbewirtschaftungskonzept. Also es gibt so ein paar Namen dafür. Wie läuft es bei euch beim Parken? Schreibt uns gerne in die Kommentare.